Ja, im Hintergrund hört und seht ihr wahrscheinlich jetzt die Autobahn und ja, auf die Autobahn, da müssen wir in einigen Tagen, beziehungsweise wenn ihr jetzt dieses Video seht, sind wir da schon, nämlich auf unserem Roadtrip, unserem kleinen, ja, Ausflug nach Berlin. Und ja, da müssen wir natürlich auch hier über die Autobahn fahren. Wir sind hier ganz in der Nähe an der Auffahrt und ja, ich nutze gerade momentan bei der Aufnahme jetzt hier die Gelegenheit und wollte euch das hier als Einleitung entsprechend zeigen, denn ich habe noch am Ende vom Video noch eine kleine Ergänzung, die bringe ich dann am Ende, wenn ihr schön brav bis zum Ende geschaut habt. Denn ich möchte ein bisschen heute euch was über die Planung bringen. Das heißt, wir sind gleich jetzt am Bildschirm. Ich zeige euch das mal, wie ich meine Stopps jetzt für den Roadtrip geplant habe. Ob das natürlich so klappt, seht ihr im zweiten Teil. Vielleicht klappt es ja auch nicht, vielleicht geht es ja oder läuft es ja doch ganz anders da. Dann müsst ihr natürlich gespannt sein auf Teil 2. Jetzt hier im ersten Teil, da möchte ich euch, wie gesagt, meine Planung mal ein bisschen zeigen, wie viele Stops ich gemacht habe, warum ich mich für die Stops entschieden habe, wie das auch mit den Kosten war. Ja, und wie gesagt, ganz am Ende vom Video, wenn ihr schön brav nach dem Intro jetzt weiter dran bleibt, schaut alles durch bis zum Ende, verrate ich euch auch noch was, wie ihr kostenlos ja, eure Freikilometer auch bekommt, sage ich jetzt mal. Lasst euch da einfach mal überraschen, schaut bis zum Ende vom Video und genau, viel Spaß heute. Ja, also fangen wir jetzt mal mit der Planung gleich an. Vorneweg jetzt hier in diesem Video, also es ist heute ein bisschen mehr die Theorie natürlich. In den anderen Teilen werdet ihr mehr so die praktische Erfahrung natürlich von unserer Seite sehen. Da werden wir euch auch ein paar Eindrücke natürlich versuchen einzufangen. Heute geht es mir aber definitiv mehr um die Situation, wie habe ich die Hinreise und auch die Rückreise geplant. Wie das natürlich dann kommen wird, das werdet ihr im Teil 2 und 3 natürlich sehen, ob das geklappt hat. Vielleicht gibt es da auch einen Totalausfall. Aber generell habe ich das auch früher schon gemacht, habe ich mich immer auf so eine längere Reise. Ich war woanders, das heißt, ich muss mich neu organisieren, habe ich mich etwas vorbereitet. Es ist ja nie verkehrt, sich auf eine veränderte Situation vorzubereiten. Und das möchte ich natürlich auch hier für unseren kleinen Ausflug, sage ich jetzt mal, für unseren Kurzurlaub auch entsprechend tun. Was ich natürlich mache, ich schaue mir die Gegebenheiten vor Ort an, aber natürlich jetzt auch gerade mit E-Mobilität ist es wichtig auch zu gucken, wie kann ich da laden. Ich werde jetzt auf jeden Fall das so machen, wir werden da verschiedene Stops jetzt einlegen. Warum, wieso, das zeige ich euch und erkläre ich euch, warum ich mich für diese Strategie, sage ich jetzt mal, für diese Fahrtstrategie entschieden habe. Was macht der Kostenpunkt entsprechend aus? Ja, da kommen wir gleich am Bildschirm jetzt dran. Ich möchte aber vorneweg auch sagen, achtet auch ein bisschen, dass ihr euer Fahrzeug auch ein bisschen kennt, dass ihr auch ein bisschen Erfahrung in der Zeit, bevor ihr so eine lange Reise macht, also wo es wirklich hunderte von Kilometern in einen ganz anderen Bereich, wo ihr euch nicht auskennt, dass ihr euch da ein bisschen vorbereitet. Wenn ihr Pendler seid, dann kennt ihr ja jeden Tag eure Strecke. Fahrt ihr aber andere Strecken, dann muss man auch immer mit unvorhergesehenen Dingen rechnen. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist, das ist auf jeden Fall zum einen, bereitet euer Fahrzeug vor. Also Luftdruck zum Beispiel. Der Luftdruck ist, habe ich schon oft erwähnt, ein wichtiges Element, wenn ich einen günstigen Verbrauch habe. Der Reifen im Prinzip stellt einen Kontakt zur Fahrbahn her. Und wie früher beim Verbrenner vielleicht ihr das auch schon gemacht habt, wenn ihr den Luftdruck erhöht habt, dann konntet ihr dadurch Kraftstoff sparen. Hier sind es die Kilowattstunden, also das heißt der Energieverbrauch. Das werden wir jetzt auf jeden Fall vor der Fahrt tun. Ich werde da entsprechend ein paar Millibar, also das heißt ein paar Zehntel Bar entsprechend hochgehen. Und einfach dann statt 2,5 Bar macht man dann 2,8 Bar, also so 300 Millibar entsprechend kann man da auch hochgehen oder 0,3 Bar vom Luftdruck. Das heißt, dass der Reifen hier ein bisschen ja, einfach stärker ist entsprechend. Ist nicht verkehrt, wenn ihr es schon gemacht habt, vielleicht auch
die Winter- und Sommerreifen entsprechend mal zu wechseln. Wir haben noch tatsächlich die Winterreifen drauf. Ist noch nicht zeitlich passiert. Es war aber bei uns auch die letzten Tage noch ziemlich kalt, also so ein Wetterumschwung, wie es jetzt gerade ist. Wir haben jetzt heute schon weit über 20 Grad gehabt. Vor einer Woche war es noch richtig schlotterkalt. Kann natürlich passieren um Ostern und je nachdem, wo ihr seid, auch ein bisschen hier auf Nummer Sicherheit gehen, weil kann ja sein, ihr fahrt in die Alpen oder irgendwo in den Süden und da gibt es noch Schnee. Auch hier ein bisschen natürlich mitdenken. Sicherheit ist ganz wichtig. Das heißt, guckt, dass wenn ihr eingeladen habt im Gepäckraum, dass er vorneweg dann auch empfohlen jetzt von mir. Ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend, aber ich sage es jetzt hier einfach vorneweg, dass er zum Beispiel auch an euer Sicherheitskit, ne, euer Verbandskit zum Beispiel immer noch drankommt, dass ihr ein Warndreieck dran habt, dass ihr Warnwesten zum Beispiel habt, ne? Euch geht der Strom aus oder ihr habt technisch einfach vielleicht auch eine Panne, dann muss man rechts ranfahren und dann ist es wichtig, gerade nachts vielleicht oder wenn ihr schon früh losfahrt, es ist dunkel oder schlechtes Wetter, hier entsprechend die griffbereite Warnweste für jeden Insassen. Also Sicherheit einfach hier mal vorgehen und auch vielleicht auf Nummer sicher in der Routenplanung ein bisschen zu kalkulieren. Wie gesagt, wir haben das Fahrzeug jetzt vorbereitet und ich schaue mir jetzt mal mit euch dann in den nächsten Minuten mal die Gründe für die Routenplanung an. Genau, und habe ja erwähnt, wenn ihr noch bis zum Ende schaut, dann habe ich noch auch einen kleinen Tipp vielleicht, wie ihr auch für den Fahrstrom ein bisschen euch was ersparen könnt. Also, jetzt an den Bildschirm und dann schauen wir uns das mal an, wie ich die Planung gemacht habe. So, jetzt sind wir also mal auf der ersten Seite, die ich euch zeigen möchte. Ich weiß, es sieht ja nicht immer auch jeder als Abonnent bei mir zu oder rein. Deswegen hier vorneweg. Wir haben aktuell, ja, zum Beispiel für so eine Fahrt, aber auch generell bei uns im Bereich hier im Südwesten entsprechend haben wir eine sehr, sehr gute Abdeckung über die NWW. Und daher haben wir auch entsprechend uns vor einiger Zeit entschieden, weil auch beim Strom, also auch die Kraftstoffpreise sind nicht die einzigen Preise, die nach oben gegangen sind, sondern auch die Strompreise, zum Beispiel auch beim Fahrstrom, haben wir uns entschieden für den NWW-Vielladertarif. Vorteil ist hier, ihr habt zwar, ja, ich sage jetzt mal, eine Grundgebühr von 5,99 im Monat, allerdings ihr kriegt kostenlos eine Ladekarte von der NWW zugeschickt. Das heißt, ihr kriegt einen Bonus und könnt dann eine bestellen. Und ihr könnt zwar teuer mit 79 Cent auch bei Ionity laden. Ihr müsst da nicht nochmal einen anderen Fahrstromanbieter wählen. Wir hatten jetzt die ganze Zeit die Maingau, also ich sowieso. Und auch am Anfang jetzt meine Frau. Aber in der Zeit, als sie die Ladekarte bekommen hat, musste auch die Maingau ihren Tarif erhöhen. Und gerade jetzt auf so einer langen Strecke versuchen wir natürlich, das werden wir jetzt gleich sehen, auch schon auch die NWW-Station, vielleicht sogar einen Ladepark zu nutzen. Ladepark komme ich jetzt gleich nochmal drauf, wieso ich die in der Planung mit reingenommen habe. Ihr seht hier einfach nochmal die Preise. Das heißt, wir zahlen an einer üblichen Ladestation, die jetzt nicht Ionity ist, 49 Cent DC. AC interessiert uns jetzt nicht unbedingt, vielleicht dann vor Ort, wenn man in Berlin dann entsprechend oder in der Umgebung von Brandenburg dann vielleicht unterwegs sind, 39 Cent AC bei anderen. Aber 49 ist eigentlich das Niveau, das wir die ganze Zeit mit der Maingau zuletzt hatten. Und wenn wir eine NWW-Ladestation haben, sind wir sogar mit 46 bzw. 36 Cent AC, also DC und AC, dann entsprechen jeweils die Preise ja auch noch sehr gut, glaube ich, abgedeckt. Also wir schauen einfach mal, vielleicht können wir hier auch ein paar entsprechend mit einplanen. Mittlerweile haben wir auch das Auto-Charge freigegeben. Das heißt, das kann man auch an manchen Stationen nutzen. Da müsst ihr ja nicht mehr eine Ladekarte oder eine App dann nutzen, sondern einfach einstecken. Das Auto erkennt alles selber. Ist relativ einfach wie bei Tesla. Ansonsten müsstet ihr halt mit den Standardtarifen flexibel rechnen, ohne Grundgebühr, mit bis zu 55 Cent. Was auch noch günstiger ist aktuell wie die Maingau, als dieses Video jetzt hier aufgezeichnet wurde. Oder wenn ihr Stromkunde seid, dann könnt ihr auch mit 52 Cent bei anderen oder 48 Cent entsprechend dann, wenn es eine NWW ist, dann laden. Gut. So, dann schauen wir uns mal die Planung an. Also, ich gehe jetzt hier gleich
in Google Maps. So, wenn wir uns die Route anschauen, also ich zeige euch das jetzt mal, hier von uns zu Hause geht's los, bis hier nach Neukölln, heißt der Stadtteil von Berlin, wo wir über Ostern dann zur Unterkunft entsprechend fahren. Und wir werden wahrscheinlich eine Route, die um die 600 Kilometer hat, fahren. Es gibt hier eine südliche Route Richtung Nürnberg und dann nach Norden Bayreuth. Oder auch über Suhl zum Beispiel. Anstatt gibt es hier auch nochmal eine schöne Lademöglichkeit. Die werden wir wahrscheinlich auf dem Rückweg einschlagen. Zeige ich euch gleich in der Planung. Und wir wollten erst hier diese südliche Route fahren, aber wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen umentscheiden und dann über Schweinfurt fahren. Hier sind auch ganz gute, ist auch eine ganz gute Verteilung. Es ist natürlich immer die Frage, wann fährt man los, ne? Also das ist immer natürlich ganz wichtig. Ich denke, dass hier aber auf der Hauptroute das relativ ja, lockerflugig geht. Ihr müsst auch immer so planen, dass ihr speziell hier auch mal ja, ein bisschen abweichen könnt. Wir werden hier in der Nähe von Bayreuth, da zeige ich euch das gleich mal im Abgleich mit A Better Route Planner, das habe ich auch schon erwähnt, ist immer eine ganz gute Hilfe. Ihr könnt bei Going Electric auch nochmal schauen. Da werden wir hier unten bei Bamberg im Zentrum einmal laden. Und da versuchen wir dann auch mit dem Ladestand recht voll zu kommen. Hier geht es dann auch teilweise nämlich richtig schön hoch nochmal, die Berge dann und auch wieder ein bisschen runter. Richtung Schleiz. Das ist hier ein bisschen südlich. Bin jetzt schon vorbei, glaube ich. Hier, genau. Schleiz. Da bin ich ja auch schon mal in einem Video in der Nähe vom Vogtland unterwegs gewesen. Und ja, war eine schöne Motorradstrecke in der Nähe von einem Ort. Und dann geht es noch weiter. Und dann in der Nähe von Bitterfeld. Da wird dann nochmal, glaube ich, da war es. Müssen wir gleich nochmal schauen. Wird dann nochmal ein dritter Stopp sein. Ich habe das hier schon mal ausgerechnet auf A Better Route Planner. So, wir haben hier die Planung und wie wir sehen, OMV Bamberg ist der erste Stopp. Das wäre dann hier 22 Minuten. Und dann fahren wir, wie gesagt, weiter entsprechend. Und dann Richtung Schleiz heißt der kleine Ort dann. Der kleine Ort ist es, glaube ich, eine Stadt. Ja, hier ist ein Allego-Charger. Hier seht ihr auch, ich habe immer so geplant, dass man mindestens zwei, drei Lademöglichkeiten hat. Also, dass mindestens zwei Stationen sind. Das könnt ihr auch eingeben oder einstellen. Und ja, jetzt gehen wir nochmal raus. Hier ist ein Ladepark. Wichtig ist ja auch, ne, man will irgendwo auf Toilette gehen, man möchte ein bisschen was essen. All das, was ja viele Ladeparkbetreiber erst dann noch ein bisschen lernen müssen. Und genau, wenn wir da weiterfahren, dann entsprechend nach Norden, dann kommen wir dann nochmal zum letzten Trip vor Berlin. Muss jetzt nochmal ein bisschen scrollen. So, ein bisschen dann raus, vielleicht noch ein bisschen zoomen. Na, geht gleich. Ja, und dann werden wir nochmal den letzten Ladestopp dann tun. Und dann geht's weiter. Ja, ich glaube, nördlich von Leipzig war dann hier nochmal in Bitterfeld der letzte Stopp. Auch hier ein NBW. Das heißt, hier haben wir auch die Möglichkeit dann, dass man an den zwei Chargern oder einen davon. Hier werden sie zumindest mal mit betriebsbereit angegeben, dass wenn einer ausfällt, dass man wenigstens dann noch die Möglichkeit hat und kann dann an diesem Rasthof dann entsprechend noch ausweichen auf den zweiten. Vielleicht muss man da auch warten, kann auch immer noch passieren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich einen Ladepark anzufahren, weil euer Fahrzeug hier eine viel, viel größere Reichweite hat, dann ist es natürlich auch ganz geschickt, wenn man da ein bisschen mehr Auswahl hat. Ja, wie gesagt, da wird es jetzt hingehen und dann laden wir so gut wie es geht voll, dass man mit, ja, ich sage jetzt mal 20 bis 10%, ich denke, aus Sicherheitsgründen werden wir vielleicht sogar 20% machen. Es geht ja da nicht mehr groß den Berg hoch oder runter dann, dass wir aber trotzdem schauen, dass wir recht gleichmäßig fahren und dann entsprechend
auch noch ein bisschen Puffer vor Ort haben. Ja, das mit dem Puffer ist natürlich nicht verkehrt. Da würde ich einfach immer ein bisschen auf Nummer vorsichtig oder Vorsicht gehen. Better Route Planner gibt komischerweise für unser Fahrzeug um die 200 Wattstunden an, also 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich denke, wir haben jetzt schon gesehen, selbst mit Winterreifen, wenn man da ein bisschen, wie gesagt, auch mit dem Luftdruck ein bisschen spielt und vielleicht auch das Gepäck natürlich jetzt nicht ganz so schwer reinfällt, dass wir da sogar unter die 20 Kilowattstunden gekommen sind. Aber, wie gesagt, Sicherheit zählt. Wenn ihr ein bisschen enger kalkuliert, klar, dann kann es sein, dann schafft ihr das auch perfekt, auch mit 10% hin. Aber überlegt auch mal, da habt ihr nicht mehr viel Reichweite. Und wenn ihr da an der Autobahn seid, da muss man schon ein bisschen, ja, man kann ja nicht einfach runter auf dem Versorgungsweg immer fahren. Früher hat man das gemacht. Ist natürlich viel, viel schwieriger. Deswegen ein bisschen hier auch Puffer einräumen, sodass man vielleicht noch ein paar Kilometer fahren kann in die nächste Ortschaft, irgendwo AC. Wenn ihr euch natürlich gar nicht mehr traut, dann fahrt einfach ja, konstant langsam, also langsam, nicht als 30 Stundenkilometer, außer ihr seid jetzt schon im roten Bereich komplett drin und das Fahrzeug regelt euch runter. Nein, fahrt ganz normal weiter, vorausschauend, nutzt den Schwung und ja, fahrt einfach so, dass er mit der vorgegebenen oder geplanten Geschwindigkeit entsprechend dann vielleicht an dem Ziel kommt dann als Notausweich. Bei der Geschwindigkeit generell, wir haben jetzt 110 Stundenkilometer gemacht, weil es macht nicht viel aus. Ihr müsst immer überlegen, fahre ich schneller, habe ich einen höheren Verbrauch. Das heißt, ich muss mehr Zeit an der Ladestation einplanen. Also kann man da auch ein bisschen gediegener fahren. Ihr könnt auch Landstraßen zum Beispiel mal, wenn ihr eine Ecke, sage ich jetzt mal, von der Autobahn umfahren wollt und könnt da auch zum Beispiel mal einer gut ausgebauten Kraftfahrstraße auch recht schön fahren, wo, wenn ihr natürlich jetzt nicht das Pech habt, ihr habt einen Traktor oder irgendwas, klar, Traktor ist eh auf der Kraftfahrstraße eigentlich unsinnig, aber wenn ihr dann ein langsames Fahrzeug unbedingt haben solltet, ist es natürlich immer schwieriger auf einer Kraftfahrstraße. Trotzdem, es gibt auch mittlerweile sehr gute Kraftfahrstraßen, da einfach auch schon mal ein bisschen in der Routenplanung reinschauen und genau, immer auch die Höhen ein bisschen mit berücksichtigen. Ja, ich denke, wenn das schon mal klappt, dann müsste da eigentlich kein Problem entstehen. Wie gesagt, immer auch einen Plan B, vielleicht auch einen Plan C auch dabei haben. Nehmt ein Schuko-Notladekabel oder wenn ihr ein mobiles Ladegerät habt, auch vielleicht was mit, sodass ihr vielleicht vor Ort zur Not an der Raststätte fragen könnt, den Pächter oder die Mitarbeiter, ihr habt das Problem, ihr müsst dringend weiterfahren, dass ihr wenigstens eine Außensteckdose benutzen könnt. Scheut euch da auch nicht einfach mal zu fragen. Ihr habt eine Notsituation und mehr wie nein könnt ihr ja auch nicht bekommen. Meistens brauchen wir es ja auch nicht, gerade mit unserem Fahrzeug. Da muss ich sagen, ist ein ganz anderes Fahren wie mit meinem kleinen Akku. Da ist es schon ganz unangenehm, wenn man da fährt. Mit dem großen haben wir doch noch einen recht guten Puffer. Ja, wir schauen uns jetzt noch die Rückroute an und genau, vielleicht seht ihr es ja dann entsprechend, wenn wir wieder zurück sind. Aber ich bin auch mal gespannt, ich werde es dem einen oder anderen auch sagen, wo man dann unseren kurzen Stopp machen. Vielleicht treffe ich ja auch einen E-Auto-Fahrer. Sind wir mal gespannt, was da rauskommt bei den anderen Videoteilen. Die Rückreise. Ja, wir sind ja in einem Hotel in Neukölln, aber wir möchten noch am Abreisetag, das wird übrigens der Sonntag sein, also das ist, wenn ihr das Video seht, eigentlich in der unmittelbaren Zukunft. Vielleicht guckt ihr ja mal, wo wir dann unseren Stopp planen. Ja, wir wollen eigentlich noch kurz, wenn der Kairavi Zeit hat, er hat mir ja letztes Mal geschrieben, letzten Freitag, dass da er vielleicht auch zu Hause ist. Wir wollen mal seine Wohnungen auch mal angucken. Wir werden sicherlich auch irgendwann wieder in die Richtung fahren. Und wenn wir dann Glück haben, würden wir auch gerne mal bei ihm schauen. Er ist ja Immobilist und nicht nur lang schon dabei, sondern er hat auch zum Beispiel eine Wohnung oder zwei Wohnungen, glaube ich, sind es, die er vermietet. Könnt ihr übrigens mal gucken, apartments-falkensee.com. Könnt ihr vielleicht mal auf seine Webseite schauen. Ich denke, da würde er sich freuen und für Immobilisten hat er auch eine Lademöglichkeit eingerichtet. Genau, kostenlos laden, wenn ihr ein E-Bike habt oder vielleicht auch das Auto. Mal schauen, vielleicht können wir da noch laden. Wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt. Müssen wir mal mit ihm absprechen, wenn wir eh vielleicht kurz Hallo sagen und vielleicht ein paar Minuten, Stunde oder so da sind. Vielleicht sehe ich auch den Sven. Mal schauen, würde mich natürlich auch freuen. Und genau.
Die Region Falkensee wird dann im Prinzip nämlich dann nicht das Neukölln, sondern dort auch unser eigentlicher Startpunkt für die Rückreise sein. Und deswegen habe ich hier auch in Google Maps die Route nochmal angeschaut, habe hier auch nochmal bei ABRP, also A Better Route Planner, das gleiche nochmal gemacht. Und ihr seht, da haben wir eine recht ähnliche Routenführung. Wir können jetzt also ähnlich wieder wie das letzte Mal, also wie bei der Hinreise fahren. Wir können aber theoretisch auch eine andere Route jetzt für die Rückreise nehmen. Da bin ich noch nicht so oft gefahren, aber ich habe jetzt schon gemerkt, wenn wir da recht vollgeladen vielleicht sogar schaffen, könnten wir hier am ersten Ladestopp bleiben. Das wird der Ladestopp sein, also Nummer 1 mit 28 bzw. 29 Minuten. Auch hier sind mehrere Charger wieder an einem Rasthof. Also ich denke, das ist einfach so die beste Möglichkeit. Ja, wieder Fressbuden um die Ecke, aber vor allem auch, man kann mal kurz auf Toilette und vielleicht gibt es ja auch eine Bank, je nachdem, wie das Wetter wird. Wir schauen mal. Aber ihr seht auf jeden Fall, es ist eine Lademöglichkeit. Aral Puls können wir auch in der Regel mit unserem Ladekartenanbieter der NBW nutzen, also 49 Cent dann entsprechend. Laden dann entsprechend die Zeit, die wir ja schon haben, 29 Minuten. Ich denke, das ist auch für uns eine sehr, sehr kurze Zeit. Also ich muss ja ehrlich sagen, bis jetzt haben wir da oftmals auch so eine Strecke einfach mehr gebraucht, weil wir länger vor Ort irgendwo an einer Raststätte waren. Da wurde noch ein bisschen was gegessen und dann, ich musste mir einfach auch noch die Füße vertreten. Früher war es so beim Verbrenner, gerade als wir das letzte Mal, letzten Urlaub mit dem Verbrenner nach Norden gefahren sind. Das ist auch eine sehr, sehr lange Strecke gewesen. Ich habe da einfach auch mal die Augen zugemacht. Wie es ist mit dem E-Auto, so eine Strecke werde ich jetzt wieder merken und ich bin auch ganz gespannt. Also ich übertrage auch hier, wie natürlich bei der Hinreise, gleich die entsprechenden Routenpunkte. So, das wäre dann also die Lutherstadt Eisenleben, glaube ich, heißt das, der erste Stopp. Und auch passend werde ich das so übernehmen auf meine Google Maps-Kalkulation. Den nächsten Stopp. Telamelis ist auch bekannt. Auch hier am Rastpark gibt es wieder mehr Auswahl. Also ich denke, wenn man so plant, ist es relativ unproblematisch. Der Teag-Ladepark oder die Ladestation der Teag werden sicherlich hier, selbst wenn einer ausgefallen ist, uns eine gute Möglichkeit bieten, nicht nur, wie gesagt, sich zu verweilen, sondern dass man auch sicher laden kann und weiterfahren kann. Also, dass da alle ausfallen, ist ja wirklich sehr unwahrscheinlich. Ja, und dann nach 200, 150 und dann nochmal 130 Kilometer werden wir in der Nähe von Würzburg dann sein. Auch hier werden wir am Ladepark dann entsprechend hier bei Würzburg dann laden. Genau, hier haben wir alternativ noch einen 22 kW Lader am Anschluss zwar, aber 400 Watt, Kilowatt CCS, nochmal 400 CCS, nochmal 400 CCS und so weiter und so fort. Also ich denke, auch hier werden wir keine großen Probleme bekommen. Wir werden am Sonntag dann entsprechend jetzt dann also nach dem Video die Rückreise machen. Und wenn wir hier an dem Mare Germany Lader entsprechend auch geladen haben, dann haben wir noch so 80, 90 Kilometer auf die Heimreise dann entsprechend. Also ich denke, das sollte ganz gut klappen. Wie ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall ein besseres Zeitpolster, als vielleicht jetzt der eine oder andere denkt. Wie gesagt, alles auf Nummer Sicherheit. Und genau, das ist hier schon wichtig. Mittlerweile haben wir mehr Ladepunkte, wie gesagt, wie hier. Ihr seht es, 9, 8. Also es sind insgesamt 9 Stationen oder Ladepunkte. Und ich denke mal, das reicht doch ganz gut auch, um wirklich zu sagen, hier kann man auch ohne das Risiko mit dem Ausfall recht gut durchkommen. Wenn ihr natürlich anders da planen möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Wir möchten für eine Urlaubsfahrt keine großen Überraschungen. Deswegen planen wir so. Und wenn man einen anderen Streckenabschnitt hat, manche können da auch sagen, okay, ich lade jetzt nur an einer alten einzelnen Ladestation. Meistens gehen die ja auch, aber wenn die halt wie gesagt weg ist, dann ist schon wieder ein bisschen mehr Zeitplanung
Planung wichtig. So, also nach Würzburg geht es dann auch weiter und ich habe jetzt mal hier die Punkte also übernommen und ich glaube, das ist jetzt mal zur Seite. 6 Stunden 20 ist eigentlich auch die reine Fahrzeit. Ich denke, so knapp eine Stunde circa kommt da noch dazu. Also sind wir dann irgendwo bei 7 Stunden 20. Wenn das so passt, natürlich, ne? Also wenn wir da, jetzt, ich sage jetzt mal, circa 30 Minuten Ladeaufenthalt haben, dann ist das, finde ich, eine gute Abstimmung für uns. Wenn ihr dann natürlich sagt, okay, braucht das ein bisschen anders da, dann könnt ihr das natürlich frei planen. Wie gesagt, ich denke hier, wenn wir es schaffen, vom Kohlrabi recht gut vollgeladen loszukommen, wenn das klappt, und wenn nicht, dann müssen wir halt ein bisschen anders da, ein bisschen früher planen. Das seht ihr ja dann im Video dann, wie es dann geklappt hat. Machen wir halt vielleicht noch einen Stopp dazu. Wir werden nach Würzburg dann in die Heimat dann kommen mit so auch vielleicht 20%. Auch hier haben wir dann wieder etwas Puffer. Und ich denke, wenn wir es da wirklich so in ja, 7,5 Stunden schaffen würden, wäre das, denke ich mal, auch eine ganz gute Zeit. Denn wie gesagt, wenn wir normal gefahren wären, hätten wir ja auch eine Pause gemacht. Ja, also ihr habt gesehen, so eine Planung ist eigentlich gar nicht so schwer. Man sollte das aber schon irgendwie im Vorfeld machen. Schaut einfach auch, dass ihr ein bisschen guckt, wo ihr seid. Habt ihr da vielleicht eine Netzabdeckung? Das kann man natürlich nicht immer sehen. Wichtig auch hier am Ende jetzt nochmal, also ihr habt jetzt gesehen, Rückreise ist auch geplant. Wir schauen natürlich, wie es läuft. Nehmt euch aber auch zur Sicherheit, gerade wenn ihr dann noch runterfahrt, wir sind immer noch ein bisschen im Ladekartendschungel, wie manche sagen würden. Ja, nehmt euch vielleicht nicht nur eine Ladekarte mit, nehmt für so eine Reise euch auch nochmal eine Ladekarte eines gängigen anderen Anbieters mit, vielleicht auch einer, wo zwar teurer ist, aber der in dem Bereich eine gewisse Abdeckung hat. Macht eine kleine Recherche, nutzt die Zeit, die 1, 2 Stunden, die ihr vorher dann nochmal in der Reiseplanung nochmal schaut, ist gar nicht verkehrt, wenn man das da macht, weil man hier mehr Sicherheit für ja, ein besseres Ankommen schafft. Jedes Mal, wenn ich da gucken muss, wo kann ich laden etc., das kostet viel, viel Zeit und man ärgert sich dann auch, gerade wenn man vielleicht auf dem Heimweg ist, nächsten Tag wieder arbeiten muss. Ja, wie gesagt, ein bisschen Vorbereitung ist nicht verkehrt. Ich bin soweit fertig mit der Planung. Ihr habt es gesehen. Ich werde jetzt noch die entsprechenden Punkte übertragen in meine Navigation, in Google Maps dann entsprechend. Vielleicht fahren wir auch mal ein paar Kilometer auch mit dem Better Route Planner. Der Kajabi meinte ja, es ist nicht so gut. Schauen wir mal, wie gesagt, ob wir am Sonntag treffen. Würde mich sehr freuen natürlich. Und ja, bleibt jetzt noch ein bisschen dran. Ich erzähle euch mal, wie wir uns für den Fahrstrom jetzt noch einen kleinen Trick rausgeholt haben, um ein bisschen auch zu sparen, nicht nur mit dem günstigen Tarif, sondern mit welchem, ja, mit welcher Möglichkeit ihr relativ leicht euch ein paar Kilometer auch für die Fahrt schon mal günstig rausholen könnt. Ja, hier zum Ende vom Video wollte ich euch also jetzt noch verraten, wie das also auch geht, dass man ja sich ein paar Kilometer kostengünstig ermöglicht, wenn man so eine längere Fahrt macht, wie wir jetzt dann mit unserem Roadtrip. Wie ihr gerade im Hintergrund gesehen habt, da hinten ist eine Ladestation hier in dem Parkdeck. Wir waren jetzt einkaufen und ich habe das jetzt auch sinnvoll nutzen können, nämlich ja, ich habe jetzt gar nicht hier geladen, ihr habt ja gesehen, da steht kein Auto, denn ich war hier einfach in der Nähe, wir haben noch genug Strom drin, aber ich habe die Ladestation mit der App Encharge nämlich rausgefunden und habe diese Ladestation, der NBW übrigens, hier bewertet und habe jeweils Punkte bekommen. Punkte bedeutet bei Encharge, ihr könnt da übrigens mal oben auch beim Profi-Tipp nochmal schauen von Encharge, ihr könnt mit dieser App zum Beispiel über euer Einkaufsverhalten, das heißt, wenn ihr Online-Shopping macht, könnt ihr virtuelle Punkte bekommen. Die nennt man bei Encharge Kilometer und das passt auch ganz gut, denn genauso was ich jetzt gemacht habe, ich habe diese Ladestation bewertet. Das heißt, ich habe ein Bild gemacht, zum Beispiel von der Station, vom Zustand und ich habe auch ein bisschen was zur Sauberkeit oder auch sonstige Dinge dazu geschrieben. Und da kann man das auch bewerten, zum Beispiel mit den Einträgen von Encharge oder jetzt hier von der NBW. Und da bekommt ihr auch diese virtuelle Punkte, also diese Kilometer. Oder auch wenn ihr ein Online-Shopping macht, bekommt ihr auch
dann entsprechend das gut geschrieben. Und das könnt ihr dann wieder ummünzen oder umsetzen in Kilometer, auch die ihr fahrt. Nämlich ihr könnt es dann auch in Fahrstrom entsprechend umwechseln. Ne? Also diese Transaktion, das finde ich ganz, ganz klasse, weil so können wir jetzt zum Beispiel für unseren Roadtrip dann bei der NBW, ihr könnt es aber auch bei der Maingau und anderen Stromanbietern, könnt ihr euch dann, wenn ihr angemeldet seid, dann Fahrkilometer rausholen auch tatsächlich. Ne? Ihr könnt es natürlich auch spenden oder für Einkaufsgutscheine wiederum ausgeben. Das liegt alles bei euch. Aber das ist mein Tipp jetzt hier am Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr guckt auch natürlich den zweiten Teil, wo die ersten Eindrücke dann hoffentlich auch kommen für euch zu unserem Roadtrip, ob das hin zu uns geklappt hat nach Berlin, vielleicht auch im dritten Teil, wie das auf dem Rückweg geklappt hat, ob wir da auch wieder gut zurückgekommen sind, sind wir stehen geblieben, haben die Ladesäulen nicht funktioniert, das wird natürlich auch immer spannend sein, auch jetzt bei unserer ersten längeren Fahrt mit unserem E2008. Ich hoffe, ihr bleibt da auch wieder dabei. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut das nächste Mal wieder rein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.